Meine Damen und Herren, liebe Gäste, guten Morgen und herzlich willkommen zum Shopping Center Forum 2018. Es freut mich sehr, mit Ihnen heute diesen Kongress besuchen zu dürfen. Zum ersten Mal mit einem neuen Präsidenten dieses Jahr. Also herzlichen Dank dem SC Forum für diesen tollen Job, den ihr macht. Der SCC ist stolz, hier der Patronatgeber zu sein. Heute Ihren Kindern zu Hause so im Teenageralter sagen, du bist ganz normal, dann ist das Kind traurig. Es möchte alles sein, nur nicht normal, es möchte individuell sein. Today is difficult, tomorrow is more difficult, but the day after tomorrow is beautiful. Der Italiener, für ihn Kaffee ist sehr, sehr wichtig. Und wenn wir drei Franken verlangen, also der erinnert sich nur am Preis von Kaffee, nicht was er beim Kleider gespart hat. Die Konsumenten von heute definieren sich viel weniger über Besitz, sondern viel mehr über Freiheit und Autonomie. The consumer context has changed and it's changed forever. And it's not going to stop evolving. Wenn ich die Zukunft anschaue, dann reden wir von New Retail. Und im New Retail, da reden wir, dass online und offline, die Logistik und die Daten, dass alles miteinander verknüpft wird. Die Mischung zwischen Information, Facts und Figures und auch ein bisschen Inspiration ist wieder sehr gelungen gewesen heute Morgen. Spannende Referenten, interessante Netzwerke, Plattformen. Es ist immer wert, hier hinzukommen. Das sind so Veranstaltungen wie heute, wo man sich trifft, austauscht, vielleicht auch merkt, wenn man mit einem Mitbewerber sich unterhält, dass man eigentlich ähnliche Themen hat und dann auch merkt, ja, da könnte man sich hier vielleicht sogar mal treffen, über das diskutieren. Ich denke, die Hemmschwelle ist nicht mehr da. Man weiß, wir ziehen schlussendlich alle am gleichen Strick. Und das ist eigentlich die Idee von dieser Plattform, dass man die Hemmschwelle wirklich senkt und den Dialog fördert. In der Konkurrenz werden wir stark. Also das ist eine zukunftskräftige Branche und ich wünsche Ihnen alles Gute. Pour la remise du Victor Marketing Award, du Victor Lifetime Award. Geschätzte Gäste, liebe Teilnehmende, im Namen der Jury begrüße ich Sie herzlich zur Vergebung des Victor 2018. Dein Highlight, Marcel? Es war extrem ein volles Programm. Wir haben sehr viele Themen angeschnitten, die aktuell sind. Es ist immer schwierig, weil man sagt, dann, ja, viele Themen und man sucht nach Lösungsansätzen und mit was geht man jetzt nach Hause und vor allem, was kann man dann morgen umsetzen? Für die Umsetzung und den Mut ist jeder selber verantwortlich, aber wir möchten natürlich das fördern mit dem Verband. Wir möchten die richtigen Leute zusammenbringen, wir möchten Plattformen bieten für die Diskussion und das Shopping Center Forum mit dem Jahreskongress ist natürlich genau das Richtige dazu.